Wow, was für ein Dienstagabend. Es war ja das Apple-Event und Apple hat das neue Mavericks jetzt endlich verfügbar gemacht und für alle, super gute Nachricht, kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch jetzt alle Mavericks runterladen und während ihr euch das runterladet, schaut ihr euch unsere neue Serie an. Unsere Mavericks, die neuesten, besten Features, die stellen wir da vor. Und die am heißesten, umschwerendsten sozusagen. Und wir fangen an mit Maps. Das ist der Kartendienst von iOS auf den Computer übertragen. Und den schauen wir uns einfach mal an. Das ist das Interface von Maps. Wir kennen es vom iPhone. Die Kartenelemente sehen genauso aus. Und auch die Bedienung ist eigentlich kinderleicht. Trotzdem zeige ich euch das alles einfach mal. Hier oben sehen wir direkt den aktuellen Ort. Daneben können wir einstellen, ob die Karte uns 3D angezeigt werden soll oder nicht. An manchen Orten ist es schon verfügbar, dass wir uns die Gebäude alle in 3D angucken können. Und hier ist auch noch der Verkehr. Das heißt, wenn manche Straßen stark befahren sind, so wie hier zum Beispiel, sehe ich direkt eine rote Linie und weiß, den könnte ich vielleicht umfahren. Daneben ist der Routenknopf und ich kann mir direkt eine Route anzeigen lassen, von zum Beispiel meinem aktuellen Ort nach Hause oder also wo ich gerade bin. Und da geben wir einfach mal eine Adresse ein. Sagen wir zum Beispiel hier, sehe ich gerade. Und sofort wird mir die beste Route angezeigt. Ich kann, wie bei iOS auch, zwischen verschiedenen Routen auswählen. Ich kann auswählen, ob ich am Auto fahren möchte oder ob ich lieber zu Fuß laufen möchte. Und das beste Feature ist, wenn ich denn jetzt einmal die Route ausgewählt habe, die ich nehmen möchte, kann ich sie hier oben direkt mit einem Klick an mein iPhone senden. Ich öffne die Benachrichtigung auf dem iPhone und direkt sehe ich die gleiche Route, kann nochmal die anderen Routen zur Alternative auswählen. Und wenn ich direkt losfahren will, klicke ich auf Start. Und direkt startet die Navigation. Wenn ich jetzt einen Ort mit dem in Ole teilen möchte, zum Beispiel hier der Chemiepark in Krefeld-Oerlingen, klicke ich auf das i drauf. Mir wird die Adresse angezeigt, nochmal. Und mir werden noch mehr Informationen dazu angezeigt. Ich kann es jetzt zu meinen Lesezeichen hinzufügen, Route berechnen lassen. Und hier oben ist wieder der kleine Teilen-Knopf. Und jetzt kann ich es entweder wieder an mein eigenes iPhone senden oder aber ich gehe zu Nachrichten. Und schickt dem in Ole diese Location. Ja, genau. Die Hybrid-Funktion, das ist einfach das Satellitenbild, wie auf dem iPhone auch, das Satellitenbild mit den Straßen. Und da gibt es eigentlich nicht viel Unterschied, da gibt es nicht viel zu sehen. Nochmal hier als Satellit ohne die Straßen, da wird mir nur das reine Satellitenbild angezeigt. Und das ist wirklich ganz schön, wenn wir einfach mal oben in der Suchleiste eingeben Köln. Da sehen wir direkt, wenn wir hier reinzoomen jetzt und dann einfach mal auf die 3D-View umschalten, dann wird uns wirklich ganz Köln dreidimensional angezeigt und wir können uns da durchnavigieren, wir können sogar den Kölner Dom angucken. Das Ganze ist noch eine Spielerei, denn die Karte ist noch nicht ganz vollständig, was die 3D-Ansicht betrifft. Und natürlich ist auch das Satellitenbild noch nicht überall richtig vollständig und manchmal sind noch Wolken zu sehen und manchmal sind noch Straßen nicht verfügbar, nicht genug ausgebaut alles und da hinkt Apple natürlich noch ein ganz bisschen hinter Google zum Beispiel. Trotzdem bringt das Maps-App die Karte super auf den Mac und mit der Integration des iPhones, also dass man die Route direkt ans iPhone schicken kann, klappt das alles super. Schaut euch auch noch die Beiträge von Jan Ole an, wie ihr euch iBooks vorstellt, Safari und Finder Tags. Und ich zeige euch gleich noch, wie ihr in Finder mehrere Tabs machen könnt und wie ihr besser mit mehreren Displays arbeitet. Das war's erstmal. Ciao.